Seid herzlich willkommen zurück zu Subnautica, meine Lieben. Es ist dunkel. Wir müssen immer noch das letzte Teil dieser scheiß mobilen Vehikelbucht finden. Und ich weiß immer noch nicht, wo ich das finden soll. Allerdings gab es wieder ein kleineres Update, oder nee, eigentlich ein größeres Update, wenn man das so genau nehmen möchte. Und so wie es aussieht, wurde nämlich ein neuer Fisch hinzugefügt. Aber das interessiert uns ja gerade herzlichst wenig. Denn wir müssen immer noch das Scheißteil der Vehikelbucht finden. Wo ich immer noch nicht weiß, wo ich suchen soll. Ob ich noch mal da irgendwo suche? Weil vielleicht habe ich ja Glück. Man weiß ja nie, ne? Was? Wo? Achso, das sind bloß die scheiß Stalker-Fische. Hab schon Panik geschoben. Aber ihr könnt mir gar nichts, ihr Lieben. Ihr könnt mir gar nichts. Ich suche nämlich immer noch die scheiß Vehikelbucht. Da sind Dings unter. Aha. Als ist da unter mir explodiert, ist das Scheißviech? Scheint auf jeden Fall so, als wäre er irgendwo unter mir. Achso, die habe ich schon auch gut. Dann spart es mir. Ja gut, in die Richtung kann ich noch. Dann gib mal doch einfach das scheiß Fragment. Was ist denn daran so schwer? Ganz ehrlich. Was ist denn bitte daran so schwer, mir einfach mal schnell noch das letzte Fragment der Vehikelbucht hier hinzuschmeißen? Damit ich eigentlich weiterkomme. Aber nein! Hier drin habe ich doch das eine Teil gefunden gehabt, ne? Sagt mal, wie bin ich denn da das letzte Mal reingekommen? Oder habe ich das gar nicht repariert? Komm, gebe ihr mir das Teil. Oh nee, das ist doch jetzt nicht dein fucking Ernst. Vehikelbucht. Vehikelteil, wo bist du? Komm her und zeig dich.
Staatssekretär fragt mir, gut, nehmen wir halt das mit, ist auch Schnurz. Dann war die Folge wenigstens nicht ganz umsonst. Immerhin, ne? Ja, jetzt muss ich erstmal kurz nach oben. Lass dir mal schon wieder eine Sonnenfinsternis, ist auch geil. Das ist doch scheiße. Scheiße, wo soll ich denn sonst suchen? Alter, wenn ich es spätestens in der nächsten Folge nicht finde, ne? Weil geht ja nicht, dass ich hier stundenlang suche und den Piss nicht finde. Weil an sich ist es alles ja Nähe Startgebiet. Eigentlich sollte es dort sein. Aber siehst du ja. Findest du ja nicht den Scheiß. Gut, jetzt wo ich hier bin, ist natürlich kein Stadtgebiet mehr, aber. Dennoch. Das ist doch alles scheiße, ist das. Alter, verliert er jetzt mehr Hunger oder was? Ach du Scheiße. Jetzt schwimme ich und schwimme ich und schwimme ich und schwimme ich. Und pass nicht auf. Leck. Das kann ja an sich auch bloß bei den Trümmerteilen mit rumliegen, aber. Siehst ja, nada, gar nichts. Kann wirklich bloß gucken, wo die scheiß ganzen Trümmerteile liegen. Mal hier wieder so ein bisschen im Stadtgebiet rum. Oxidieren. Komm her, du Sch. Ja, auch gut. Nee. Das ist doch Scheibenkreise. Ich weiß nicht, wo ich noch suchen soll. Wo kann ich denn noch suchen, Mama? Was denn das da? Achso. Etwas, was mich gerade nicht interessiert. Ah, schön. Hey, komm mal her, ich brauche Futter.
So ein little bit. So ein bisschen. Ja, komm mal schön her. Du kannst auch herkommen. Oder ich krieg dich einfach nicht. Das ist alles sehr schön. Wo ist, könnte denn noch die Vehikelbucht sein? Könnte sie denn sein? Könnte sie hier irgendwo vielleicht noch mit sein? Wo ich hier ja schon war, ne? Ich meine, im Endeffekt kann ich sie mir, glaube ich, auch entschieden, dieses Scheißfragment. Wenn ich es jetzt absolut nicht finden sollte. Weil so wie es momentan aussieht, kannst du es knicken. Ja, wir gehen mal kurz rein, damit wir die Fische machen können, die wir da haben. Futter! Dich und dich. Yummy, yummy. Gut. Weiter im Text. Alter, da ist die Folge auch schon gleich wieder vorbei. Ist das übel. Ich habe eigentlich nichts erreicht in der Folge. Nicht ein Stück. Ich habe gedacht, ich finde jetzt noch diese Vehikelbucht, jedenfalls das letzte Fragment davon, was wir noch brauchen. Können uns eventuell unser Möckchen noch machen, weil wir ja an sich die Teile dafür haben. Aber es sei mir vergönnt. Das gibt's doch nicht. So schwer kann der Scheiß doch gar nicht versteckt sein. Gibt's doch nicht. Ganz ehrlich. Das ist der beschissenste. Der beschissenste Spielstand, den ich überhaupt bis jetzt hatte. Ist so. Und dann wird er bestimmt auch wieder alles irgendwann zunichte gemacht. Du hast bis nach 30 Sekunden, tauch auf! Ach du Scheiße, hier sind wir schon. Nee, da hinten ist scheiß Reaper-Gebiet, da kann ich nicht hin. Ehrlich, kein Plan. Das ist mir zu hoch. Das ist mir echt zu hoch, dass ich dieses Fragment nicht finde. Oh, da schreibt mir schon wieder einer. Das ist mir echt zu hoch. Sorry, aber ich verstehe es einfach nicht. Ich kann noch so sehr hier rumfahren bei den ganzen Fracks und dergleichen.
Ich finde den Scheiß nicht. Oh, der ist der Piss ja noch aus. Und bald habe ich dafür auch keine Batterie mehr. Bist du still? So interessieren mich diese Steine. Oh, Scannerraumfragment. Löst das Ding ja auf oder was? Nee, war nicht aus. Scheiße, 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 ich geh drauf! Komm mal! Oh, ich Vollpfosten. Ja, Leute. Ich würde ja einfach mal. Ja, gut, ich habe es jetzt relativ schnell wieder gefunden, ja. Aber die Folge kann ich nicht allzu lang lassen. Beziehungsweise ich kann jetzt nicht allzu lang aufnehmen, da ich nämlich gleich zur Arbeit muss. Da ich jetzt vor der Arbeit noch ein bisschen Zeit hatte, habe ich gedacht, komm, nimmst du eine Folge auf, damit du wenigstens schon mal eine fürs Wochenende hast. Letztes Wochenende habe ich es einfach nicht geschafft aufzunehmen. Weil ich einfach zu erledigt war. Überflüssiges Fragment gescannt, klasse. Ah. Wie wäre es denn mal mit dem Vehikelbuchtfragment? Aber nein, das ist ja zu viel verlangt. So. Nee. Keine Ahnung. Ist mir zu hoch. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Und damit will ich hier nicht nochmal ersaufen. Ich weiß nicht, wie ich es in der nächsten Folge machen will. Keine Ahnung. Eventuell schaue ich mir einfach mal an, wie es aussieht. Weil ich glaube, ich kann mir dieses Fragment auch erschießen. Wenn wir es wirklich, ich sag mal, die Hälfte der nächsten Folge nicht finden, werde ich es mir erschießen. Ist zwar etwas, was ich sehr ungern mache eigentlich, aber irgendwann möchten wir ja auch weiterkommen hier in diesem Spiel. Deswegen bedanke ich mich jedenfalls erstmal trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid zu Subnautica. Bis dahin. Allerdings wünsche ich euch einen wunderschönen Tag bzw. wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.